Hallo ihr Lieben, ich bin's Nathalie Kubin und dieses Tutorial geht besonders an die Grundschüler und Teenager, die jetzt zu Hause sitzen und wegen den Umständen leider nicht raus können und sich jetzt fragen, was sie mit ihrer vielen freien Zeit anstellen sollen. Und zwar, wenn ihr Bock habt auf eine kleine Herausforderung mit ein bisschen Beweglichkeit, Geschicklichkeit, Konzentration, dann wird das hier genau das Richtige für euch sein. Oder für dich sein. Und zwar möchte ich euch heute den Cup-Song aus dem Film Pitch Perfect beibringen und vorstellen. Für diejenigen, die den Film gar nicht kennen oder gerade die Melodie nicht im Kopf haben, ist es auch gar kein Problem. Da kann ich euch einfach empfehlen, bei YouTube Cup-Song Pitch Perfect einzugeben. Dann taucht auch schon das Originallied auf und ihr habt die Melodie direkt im Kopf. Also für dieses Video hier oder für dieses Tutorial, was ich euch vorstellen möchte, braucht ihr gar nicht so viel, sondern einfach nur einen Becher, euch selbst, gute Laune und Motivation. Damit ihr die Melodie auch ein bisschen so hört, würde ich sagen, fange ich einfach mal an mit der fast Originalgeschwindigkeit und zeige euch dann die einzelnen Schritte von Anfang bis Ende. Dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen, beim Lernen und ich fange einfach mal an. Das wäre so circa die Originalgeschwindigkeit, aber keine Panik, denn jetzt gehen wir das Ganze von Anfang an ganz langsam durch. Also, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, wir fangen an mit zweimal in die Hände klatschen, dreimal auf den Boden trommeln und wieder einmal in die Hände klatschen. Das geht dann so. Hände klatschen, trommeln, Hände klatschen. Noch einmal. Gut. Dann kommt auch schon der Becher zum Einsatz. Und zwar nehmt ihn mit der rechten Hand und versetzt ihn ein Stück nach rechts. Natürlich so, dass ein kleiner Ton auf dem Boden entsteht. Fangen wir nochmal an. Hände klatschen, trommeln, Hände klatschen, den Becher nehmen und ein Stück nach rechts versetzen. Ihr könnt auch schon genau die Melodie ein bisschen hören und wenn ihr das schon öfters nacheinander macht, könnt ihr es auch versuchen, ein bisschen schneller zu machen. Sehr schön. Dann kommen wir auch schon zur zweiten Sequenz. Zwischen der ersten und zweiten Sequenz entsteht dann eine ganz kleine Pause für die Melodie. Und dann fängt sie auch wieder mit einem Klatschen an. Danach nehmt ihr den Becher wieder mit der rechten Hand, so dass ihr ihn waagerecht in der Hand habt, mit der Öffnung zu der linken Hand und klopft einmal drauf. Nochmal die zweite Sequenz von Anfang an. Einmal in die Hände klatschen, den Becher nehmen, waagerecht und draufklatschen, damit auch hier wieder dieser Ton entsteht. Noch einmal. Sehr schön. Noch einmal von ganz vorne. So, von hier aus geht es dann weiter, nämlich damit, dass ihr die untere Kante des Bechers einmal auf den Boden tippt und wieder hochnimmt. Fangen wir die zweite Sequenz an. Nochmal von vorn. Einmal in die Hand klatschen, den Becher nehmen, gegen die Öffnung und auf den Boden. Noch einmal. Sehr schön. Von hier aus nehmt ihr jetzt den Becher in die linke Hand und zwar so, dass die Öffnung zu euch zeigt. Das wird noch wichtig. Wieso? Das seht ihr dann noch gleich. Fangen wir die zweite Sequenz nochmal an. Hände klatschen, Becher nehmen, gegenschlagen, Augenboden und den Handwechsel. Auch einmal.
Sehr schön. Fangen wir nochmal ganz von vorne an. Zweimal klatschen, dreimal trommeln, einmal klatschen, Becher nehmen, eins zur Seite. Kurze Pause, einmal klatschen, waagerecht den Becher nehmen, gegenklatschen auf den Boden und den Handwechsel. Noch einmal. Sehr schön. So, von hier aus klatscht ihr jetzt einmal mit der rechten Hand auf den Boden und überkreuzt mit dem Becher ebenfalls auf den Boden. Jetzt wisst ihr auch, wieso die Becheröffnung zu euch zeigen muss bei dem Schritt davor, damit nämlich hier dann wieder dieser Ton entsteht. Das war's dann auch schon und wir können das alles nochmal von vorne durchgehen. Also los! Sehr schön. Nochmal. Jetzt langsam hört ihr auch schon die Melodie. Und wenn ihr es noch einen Ticken schneller macht, gar nicht mal so schlecht. Sehr schön. Das könnt ihr jetzt natürlich so oft üben, wie ihr mögt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch auch einfach den Liedtext dazu holen, eure Eltern, eure Geschwister und das alles gemeinsam machen. Und so werdet ihr viel Spaß auch innerhalb des Hauses haben und nicht nur draußen. Danke fürs Zuschauen.